Was machst du in deinem Praktikum? Videospiele. Anfangen tun wir mit der Grundidee, wie unser Videospiel ausschauen soll. Da zeichnen wir wirklich genau auf und schreiben wir genau auf, wie unser Spiel ausschauen wird. Danach machen wir die Figuren für unser Spiel. Die machen wir entweder am Computer oder direkt am Telefon. Jetzt, wo wir mit den Storyboards fertig sind und mit den Figuren, da geht's ans Programmieren selber mit dem Telefon und Pocket Code. Das Projekt ist von der TU Graz aus, vom Institut für Softwaretechnologie. Ziel ist halt, dass man einfach so einen leichten Einstieg kriegt ins Programmieren. Es ist nicht so schwierig, es macht Spaß, man kann Spiele machen, man kann Animationen machen. Am Anfang haben wir Usability-Tests mit ihnen gemacht, damit wir auch schauen können, wo die Probleme liegen. Grundsätzlich war die Aufgabe, dass sie für uns Projekte erstellen in Pocket Code, damit sie schauen, was möglich ist, dass sie sich wirklich Zeit nehmen, ordentliche Projekte und Programme zu erstellen und das dann hochladen, damit andere Kinder, wenn sie dann das nutzen, sich runterladen können und sich anschauen können. Pocket Code ist innovativ, weil es Kindern hilft, Programmieren zu lernen auf eine einfache, spielerische Art und Weise. Und sie können überall programmieren, wann auch immer sie Zeit und Lust haben. Das Praktikum war einfach voll geil.